Wasser. Und dabei die Frage der Fragen: Wer paddelt einen 1000 Meter langen Parcours mit der Ziele am schnellsten? Hunderte Feuerwehrmänner und Frauen in Ravensburg im Bezirk Mistelbach wollten es beim traditionellen Wasserdienstwettbewerb wissen und haben dabei auch gleich für den Ernstfall trainiert. "500 Meter stromaufwärts und 500 Meter stromabwärts müssen hier bewältigt werden. Nicht nur Körperkraft, sondern auch Geschicklichkeit und Beherrschung der Ziele spielen eine wichtige Rolle. Das Bergen von Schwimmkörpern soll eine Menschenrettung simulieren. Es ist Training für den Einsatz. Die Feuerwehren fahren ja natürlich die Hochwassereinsätze und Rettungseinsätze. Aber es ist natürlich auch ein Wettkampf. Zwar gehört die Thaya zu einem der ruhigeren Gewässer, trotzdem verlangt sie den Teilnehmern sichtlich viel ab. Naja, hängt sich sehr an. Es ist ja ganz schön schwierig. Das große Geheimnis beim Zielenfahren: die Auswahl des richtigen Paddels. Je weniger Gewicht, desto weniger Kraft brauche ich, zumindest für die Vorbehilfe selber, weil die Kraft brauche ich zum Fahren alleine schon. Die Zielenbewerbe in Ravensburg laufen noch bis morgen Abend. Zuschauer sind herzlich willkommen.